Ja, das war, da muss man einfach sagen, das war eigentlich unser bestes Spiel, was wir in diesem Turnier gemacht haben. Das Endspiel gegen Brasilien. Aber wir sind erstmal nach Japan, Korea geflogen als eine Mannschaft, die keiner auf der Rechnung hatte. Wir haben vorher nicht gut gespielt, wir wurden in der Öffentlichkeit ja, sehr schlecht gemacht. So quasi, ja, da fährt die Nationalmannschaft mal schnell zur WM und ist in 3 Wochen wieder zu Hause. Und man muss einfach dann sagen, wir hatten einen riesen Teamgeist, wir haben uns da wirklich richtig zusammengetan und wollten so weit kommen, wie es irgendwie geht. Dann hatten wir noch ein bisschen Glück durch Losglück. Viele Favoriten sind vorher rausgeflogen, hatten dann relativ, ja, ich will nicht sagen leichte Gegner, aber vom Papier her leichte Gegner im Achtelfinale, Viertelfinale, Halbfinale. Und da war es auf einmal im Endspiel gegen Brasilien, die damals einfach top waren. Und ja, wir haben ein paar Riesenchancen vergeben. Die Brasilianer hatten Riesenchancen. Am Ende des Tages hat, glaube ich, schon die bessere Mannschaft gewonnen. Aber es war ein enges Finale und und da hat ja auch keiner mit gerechnet. Von daher sind wir da zurückgekommen, irgendwie mit dem Gefühl, wir haben was erreicht. Obwohl es natürlich Schwachsinn ist, weil wenn du Zweiter bist bei einer Weltmeisterschaft, das ist eine Katastrophe, weil du eben so ein Stück davor warst, Weltmeister zu werden.